Hallo Freunde, ich habe euch eine schöne, spannende Stellung mitgebracht, einen kritischen Moment aus der Partie Smyslow gegen Timman, Moskau 1980. Denn Schwarz hier am Zug hat Turm C8 gespielt. Und hier könnt ihr gerne mal reinschauen, was ihr hier spielen würdet, warum ihr denken könntet, würdet, glaubt, wie auch immer, warum dieses Turm C8 ungenau sein könnte. Und genau, dann halt das Video an, guckt ein bisschen rein, ist sehr, sehr spannend, interessant und hoffentlich auch lehrreich. Und dann gucken wir uns das jetzt zusammen an. Auf geht's! Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du wieder dabei bist. Für alle Neuen, ich bin Jürgen, der Schachstratege. Und auf meinem Kanal soll es darum gehen, dass ich euch mein Wissen und meine Ideen, meine Gedanken weitergeben möchte, damit ihr zum besseren Schachspieler werdet. Das sind weniger Unterhaltungsvideos und ja, ihr müsst ein bisschen selber nachdenken und euch anstrengen und ein bisschen aufmerksam sein. Und wer da kein Problem mit hat, ist hier natürlich herzlich willkommen. So, Turm C8 war hier sehr, sehr ungenau. Wir schauen mal. Zunächst einmal sieht es ja hier sehr, sehr offensichtlich nach einer sizilianischen Marocchi-Struktur aus, mit diesen E4 und C4 gegen den D6, weil ja, der weiße D-Bauer und der schwarze C-Bauer sind dann hier natürlich irgendwann getauscht worden. Das sieht sehr, sehr sizilianisch aus. Wir werfen mal eben einen ganz, ganz kurzen Blick. Das ist überraschenderweise gar nicht über die sizilianische Verteidigung entstanden, sondern durch sowas Königsindisches ähnlich. Und ja, hier sehen wir, dass durch C4, zack, zack. Und jetzt sind wir im Grunde im, ja, so eine Art Marocchi, ne? Mit diesem Gegenfianchetto. Alles gut. Wieder, ist auch nicht so entscheidend, wie es heißt, ne? So, zack, zack, alles im grünen Bereich, sieht ein bisschen komisch aus, das Weiß hier mehrfach mit der Dame spielt, okay. F4 und jetzt ist Turm C8 hier ungenau. Und ich hoffe, ihr habt eine Idee, warum. Denn diese Idee, die müssen wir uns merken, die wird auch in anderen Stellungen vorkommen. Und zwar, ich hoffe, ihr seid auf die Idee gekommen, hier mit F4, F5 ein Tempo zu gewinnen auf diesen Läufer. Der Läufer muss jetzt quasi das Feld D5 vernachlässigen, sodass unser Springer hier schön reinhüpfen kann. Und dann wird dieser Läufer auf B2 hier, der wird gleich eine Rolle spielen. Nun, zunächst einmal geht der Läufer zurück. Natürlich tauscht Schwarz hier nicht auf F5, ja, dann ist ja der eigene König hier zusätzlich noch geschwächt. Macht natürlich keinen Sinn. Deswegen geht der Läufer hier direkt zurück. Und Weiß hat die, naja, die Fortsetzung, die Timman hier wahrscheinlich entweder übersehen oder unterschätzt hat oder sonst irgendwie. Ein unfassbar lehrreicher Moment. Denn wir spielen F5, F6. Und wow, was ist das? Nun, zunächst einmal, wir greifen hier diesen Läufer an. Schwarz muss also reagieren. Und er hat das getan, indem er mit dem Bauern auf F6 geschlagen hat. Durch dieses Schlagen ist natürlich aber auch dieser E-Bauer nicht mehr in der Lage, das Feld D5 zu kontrollieren. Unser Springer wird hier also problemlos reinhüpfen können. Und das werden wir gleich in der Partie auch sehen. Wir möchten uns nur mal eben ganz kurz angucken, was passiert denn, wenn der Läufer hier schlägt. Und ja, ihr ahnt es ja, wenn man F6 spielt und gesehen hat, dann wird man auf Läufer F6 sicherlich auch sofort instant auf den Zug Turm schlägt F6 kommen. Die Idee ist halt, diese Qualität zu geben. Aber dieser Läufer hat jetzt eben keinen Gegenspieler mehr auf dieser Diagonale. Und in Verbindung mit Springer D5, ja, dann hängt hier der F6 schon. Dann kommt ein Schach und dann kommen Abzug Schachs und so weiter. Ja? Dramatisch, kritisch für Schwarz. Also eigentlich ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Das ist natürlich hier gerade dieser Läufer, ja, auf dieser langen Diagonale, ist natürlich, oh, Hammer. Das wollte Timman wenigstens vermeiden und hat deswegen mit dem Bauern hier geschlagen. Okay, aber nichtsdestotrotz, das Feld D5 ist für unseren Springer jetzt frei geworden. Wir haben hier trotzdem diese gewissen Drohungen. Ja, auch die F-Linie ist natürlich jetzt noch offen und der Turm steht hier auch noch drauf. Okay, Schwarz spielt F5. Ich habe noch mal kurz reingeguckt, was passiert, ja, wenn Schwarz versucht, hier diesen Springer so schnell wie möglich irgendwie loszuwerden. Nun, dann müssen wir natürlich auf
F6 schlagen. Und hier machen wir das mit dem Läufer, weil es mit Tempo ist, auf die Dame. Und auf das Schlagen kommt der Springer dahin mit Schach. Und dann geht die Dame nach C3. Und dann ist die Dame auf dieser Diagonale. Ja, der Springer F6. Der König hat Schwierigkeiten, sich überhaupt zu verstecken. Hier drohen Abzugsschach in allen Formen und Farben. Und als wenn das nicht genug wäre, ja, Weiß wird hier auch problemlos noch andere normale Züge spielen können, wie Turm AD1, um seine Stellung zu verbessern. Der D6 sieht ja auch nicht gerade super stark aus, ja. Aber diese offene Königstellung, das ist die Qualität mehr als wert. Und das sollte eine glatte Gewinnstellung sein. Wir gucken in unsere Partie. Kam F6, F5. Man möchte diesen Bauern wenigstens behalten. Okay. Der wird getauscht. Läufer schlägt. Und jetzt werden wir den Läufer tauschen. Und wir besetzen diese Diagonale. Und diese Dame auf D4 ist eine super zentrale Dame, die natürlich hier grundsätzlich in alle Richtungen strahlen. Ja, die perfekte Position für die Dame quasi. Ne? Okay, Schwarz ja, hat Schwierigkeiten. Ne? Dieses Springer F6 droht ja auch noch. Er spielt F7, F6, um diese Diagonale zu schließen. Und hier kommt ein weiteres, letztes, hoffentlich sehr, sehr lehrreiches Manöver, das wir kennen sollten. Denn das hat mit dieser Kreuzfesselung zu tun. Und zunächst einmal wird mit G4 dieser Läufer vertrieben. Der muss die F-Linie aufmachen. Und jetzt folgt Springer schlägt F6. Ja, der Turm kann ja hier schlagen und scheinbar können wir hier nicht zurückschlagen, weil Schwarz oft genug drauf ist. Aber die Idee dieser Fesselung der Dame auf D4 besteht eben jetzt in G5. Und jetzt bekommen wir hier den Turm zurück. Wir gewinnen also eine Qualität für Weiß. Und selbst wenn Läufer F5 kommt, ja, wir brauchen die Qualität gar nicht sofort zurückzunehmen. Wir können unsere Figuren verbessern. Und irgendwann schlagen wir den gleich und die Stellung ist einfach komplett gewonnen. Und Smyslow konnte diese Partie problemlos nach Hause fahren. Ja? Ich zeige euch nur mal ganz schnell im Überblick den Rest der Partie. Dass Schwarz noch mit B5 versuchte, aber irgendwann wird er genommen. Dann hängt der D6 mit Schach. Ja, und dann fällt der B-Bauer gleich vielleicht noch die Fesselungen auf der E-Linie. Ja? Schwarz kann überhaupt nichts machen und nichts Aktives machen und hat hier einfach aufgegeben, was auch völlig berechtigt ist. Ja, das war dieses Motiv, ja, dass man dieses F5, F6, wenn man das gesehen hat vom Motiv her, F5 und F6 im Zweifelsfall die Qualität geben, aber sich dieses Feld hier sichern, dass der Schwarze keinen Bauern mehr dahinstellen kann, um das Feld zu kontrollieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger strategischer Erfolg, der einen Bauern mindestens wert ist, ja, und ihr habt es gesehen, darüber hinaus folgt natürlich eine Aktivität der Figuren. Alles klar, Freunde. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, gefunden. Ansonsten hoffentlich was gelernt. Ich sage besten Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.